Willkommen zu unserem nächsten Programmpunkt. Und zwar, ihr wisst doch, dass die AkiCon eigentlich zwar schon Gäste gehabt hat, aber wir haben jetzt noch nicht so viele Gäste gehabt und dieses Jahr haben wir sogar drei coole Star-Gäste, unter anderem drüben da hinten gerade der letzte eins, der Shinji Hop-Hop, Shinji Hop-Hop, klar. Okay. Ich geb's ihm. Da, Shinji. Das ist du. Gib's mir. Das ist unser Shinji Schneider, der hat sich heute schon vorgestellt. Das ist unser Ellie Cosplay. Auch nochmal Applaus, bitte Leute. Seid ein bisschen motivierter. Applaus, Applaus. Hi. Hi. Und die letzte im Bunde, die sich heute noch nicht vorgestellt hat, ist. Hallo, wir sind. Cosplay. Hallo, recht auf. Okay, hallo, erzähl uns mal. Wer bist du, warum bist du, was machst du da, was tust du da, seit wann cosplayst du? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung, seit wann ich cosplay, aber ich war es schon auf der allerersten Schuljahrgang. 2007. Das war 2007, echt? Ja, das war 2007 in dem Abendstudenten. Kann ich das erklären, wie lange ich cosplay, danke. Ja, oh, das war damals Yaki den Japan, kennt das irgendwer von euch? Ah, da irgendwer von euch, das war. Nein, so die sind zu jung. Ja, außer die Koi, okay. Koi. Ja, Entschuldigung, okay, ja, wir kennen uns ja schon lange. Das war in diesem Studentenheim, ja, in Graz. In dem Wiesheim. Ja, und da haben wir im Endeffekt die ganze Zeit nur Schule gespielt und sonst anders gemacht. Aber es war die geilste Aki. Das stimmt allerdings wirklich, das war wirklich das Lustigste. Das war die beste Convention in meinem Leben. Echt? Ja. Das ist traurig. Das war die Lustigste. Naja, die beste, die ich selber gemacht habe von dem her. Und die Beste ist die erste, muss immer die Beste sein. Das erste Mal ist zwar nicht immer das beste Mal, aber bei dem war es. Es war immer sehr, sehr lustig, weil so kleine Sachen sind schon sehr cool manchmal. Ja, so klein und fein und familiär. Aber gut, was kann ich noch über mich erzählen? Ich war die erste österreichische Cosplayerin, die auf eine Convention im Ausland eingeladen wurde. Applaus, Leute! Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, es lag daran, dass ich ja halbnackt das Super Mario Cosplay gemacht habe. Ja, wir haben heute schon den Content, Sex und Harassment Cup und Cosplay ist nur Konsens und so ein Spaß, also passt dazu ziemlich gut. Wo warst du denn? Ich war in Mexiko auf der La Mole Comic Con. Oh. Ich glaube, ich bin dort eingeladen worden, weil mein Kollege, der neben mir gesessen ist und gemeinsam mit mir den Stand hatte, war der Charles Martini, die Stimme von Super Mario, falls euch der was sagt. Oh. Der war sehr, 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 sehr nett. Ja, sonst, was kann ich noch sagen? Ich kann nicht viel sagen. Ich cosplay regelmäßig. Ich mache jetzt aber eher Just for Fun, weniger Competition. Gut, ich habe letztens auf der Angelegenheit beim Wettbewerb teilgenommen. Oh mein Gott, du hast dich auszuhören. Das ist gut. Ja, ich hab einen Anfall auf der Bühne gerichtet. Ja, das ist nichts Neues. Ja, sonst, ich weiß nicht, was kann ich noch sagen? Was willst du wissen? Was wollt ihr wissen? Ja, ich weiß ja, was die anderen sind zu wissen. Wie Mexiko so ist? Ja. Die Menschen küssen sich die ganze Zeit. Sie küssen mich. L'amour. Nein, ist okay. Ich bin ja diesen Typ so ein Touchy-Typ. Leute, die mich kennen, wissen das. Ja, ich habe so mit Körperkontakt und schlecht. Ja, die Menschen schmusen dich ab und fragen dich natürlich auch, darf ich? Und so, die Leute geben ein Vermögen für Fotos von dir aus. Das ist geil. Es ist unglaublich. Also ich habe einen Online-Store mit ein paar Bildern, aber mit dem mache ich irgendwie relativ wenige. In Mexiko habe ich ein Vermögen gemacht. Wirklich? Ja. Mit Cosplay? Mit Cosplay-Bildern einfach ein, zwei und die Leute haben sie gekauft. Und es ging echt so gut und die Leute sind so freundlich und lieb. Was allerdings ist, die mexikanische Community war halt mehr auf dieser Videogame-Comic-Schiene. Und sie mögen es nicht, wenn du in aller Öffentlichkeit sagst, dass du Star Trek besser als Star Wars findest. Menschen sind noch nicht losgegangen. Ja, okay, das ist ein Zwiespalt. Alles, was mit Star davor ist, ist gut. Also zumindest das meiste. Ja, sonst. Star Wars, Star Trek. Also die Leute sind unglaublich freundlich und überhaupt nicht aufdringlich oder unruhig oder sonst was. Von wegen dieses Cosplayer-Konzern-Zeug, das habe ich da nicht wirklich. Nicht mitgekriegt, die Leute waren. Das Schlimmste an Mexiko war, die Leute haben ständig ihre Babys in die Hand gekriegt. Was? Die
Und ich habe ununterbrochen Säuglinge in meiner Hand gehabt. Also ich habe verstanden, Besen, Babys. Ich habe Besen verstanden, ich habe die ganze Zeit, ich habe den Säuglinge in der Hand gehabt und ich weiß nicht wieso. Ja, du kannst was süß viel bringen, okay? Das ist voll schön. Deswegen bist du doch Lehrerin. Ja. Wow. Warum war? Können wir das bitte nicht auf die Bühne schlagen? Ja, sonst, die Leute sind super, es war alles toll, nett, das Essen hat mir nicht geschmeckt. Okay. Ich weiß nicht, warum ich es kann. Aber Tacos, Burrito, Taco. Nein, das habe ich alles nicht wirklich so mitgerückt. Okay. Es war cool, es war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und mich hat es auch sehr gefreut, dass ich hierher gekommen bin. Ja, ja. Weil Wien ist so weit weg von Graz. Ja, oh mein Gott, die ganzen Graz-Leute immer nach Wien zur Arlinheit fahren und dann umgekehrt. Oh mein Gott, die Wiener, die zur Akikon nach Graz fahren müssen. Das ist echt zu weit, Leute. Das sind 2 Stunden. Das sind 2,5 von beiden. Okay, es tut mir leid, natürlich. Ja, aber hey, unser Elikoster ist von viel weiter angereist. I already told it. I live in Hungary, but no, actually I live in Germany, but I was born in Hungary and I grew up there, so we moved to Germany 1.5 years ago, but yeah, we traveled a lot. Yeah, and conventions, Anything else? Nothing else? Ja, warum fragst du mich? Ich frage sie, ob sie uns sowas erzählen will. Would you like to talk a little bit again about convention? Yeah, about convention, so just short. Well, so I visited lots of conventions. I already told on the stage that I went to London Super Comic Con this year in England. Yeah, I visited lots of German conventions in the past year. Nietzsche, Dokomi, Hanami. Yeah, which is the best? It's a difficult question. To be honest, which one is the awesome convention? Everyone says Konichi is the best. The most people are Konichi, but my favorite is Dokomi. Really? Yeah, it's a really big one as well. But I really love it because of the location. It's just perfect for cosplayers. So there are so many different, really lovely parks there. And it's mostly outdoor, well, not the commercial part, obviously they have a building, but you can go out and you can take princess photos in the French garden with the fountains or with the island cosplays in the Japanese garden, so they have everything there. It's just amazing for cosplayers. So that's my favorite. And Shinji, you again, the old guy in the dress. Ich springe jetzt einfach auch auf den Lieblingskonzug auf. Ich hätte früher mal gesagt Animagic, aber die ist mittlerweile in Bonn. Ja, Koblenz. Also, meine erste Con war im Jahr 2000 an der Animagic in Koblenz. Ich war nur da wegen der Medien. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt, außer irgendwie, ja, da lief End of Eva auf Japanisch. Ohne Untertitel. Ich kann kein Japanisch. Ich würde selbst in Japanisch gekonnt, hätte ich das nicht verstanden. Mittlerweile muss ich sagen, meine Lieblingscon, die mir am Herzen liegt, einfach wegen den Leuten, ist Konichi. Ich sage nicht, dass es die beste Con ist. Einfach für mich ist es die wichtigste Con. Aber ich war mittlerweile so vielen Cons in Deutschland. Und es gibt viele, die aus anderen Gründen meine Lieblingscon sind. Zum Beispiel die Jisai-Con in Hamburg. Das ist so die Con. Ich würde nicht 14 Stunden Auto fahren, eine Richtung, wenn ich die Con nicht mögen würde. Und dass die Jisai-Con ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil das ist das lauteste Publikum Deutschlands. Also, nein, das ist positiv, aber wenn du einen Saal hast, wenn du einen Raum hast, der kleiner ist als das hier, aber lauter ist als der Festsaal von der Nietzsche, vom Publikum her. Das ist der Leistung. Ja, das kennt ja. Na, was sag, was ist deine Lieblingskon? Du hast die falsche gesagt. Meine Lieblingskon habe ich nicht gesehen. Das ist die tollste Con. Die tollste Con, auf der ich je war, ist nach wie vor der Japan Expo. Das ist
keine Condos in der Expo. Und das kann man, das ist das größte Anime-Magazin Europas. Das ist nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was sich in Deutschland oder Österreich oder Holland. Das ist unglaublich, das sind fast 200.000 Menschen, die haben dasselbe Hobby getrunken und sie sprechen alle nur Französisch. Ja, okay, das ist die Französisch. Das ist ein Schwundersaal. Die können wirklich Deutsch. Aber manche können Deutsch. Und das auch nicht, also das war sehr schwer zu kommunizieren. Gott sei Dank habe ich meinen Hobby mitgehabt. Meine Pionierin, der Französisch kommt, also das ist überhaupt kein Problem. Die kann sich übersetzen, aber die Leute sind so toll, echt Kostüme, das sind Skills. Auf der Japan Expo ist das Isshin-Finale, das ist so geil. Das ist Cosplay auf völlig anderem Niveau. Wenn man das live sieht, das ist unglaublich, mit der Musik, mit der Halle. Ich bin sicher, einige von euch waren schon mal in der Wiener Stadthalle. Stellt euch das doppelt so groß vor und dort findet ein Cosplay-Wettbewerb statt. Das ist geil. Das ist unglaublich und da gibt es diese verschiedenen Fan-Cheering-Sections, wo die einen für Deutschland anfeuern, dann eine Section für also die Portugal und die dann für die anfeuern und so weiter und so fort. Das ist so toll und das ist einfach geil. Das ist geil. Es ist wie im Fußballstadion, nur dass man sich was Gescheites anschaut. Ja. Ja, ja, definitiv. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht. Ja. Na ja, na dann, Applaus für unsere Gäste.